Jetzt rechts abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. In 300 Meter. Ach, wissen Sie was? Sie sind eh zu blöd, das Ziel zu finden, selbst wenn es vor Ihnen stehen würde. Was willst du mir damit sagen? Hier. Die Route wird neu berechnet. Dauert circa eine halbe Stunde. Schauen Sie so lange das neue Sebibo-Video? Okay. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Heute sind wir unterwegs auf Blankwitz mit dem ÜL. Da habe ich mir gedacht, ja, hast du noch mal ein bisschen Langeweile gerade, ne? Muss gleich zur Arbeit. Deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Kurzfolge. Und ja, wir fahren den, ja, ÜL, bla bla bla. So, machen wir hier mal an die Kacke. Linie. Ich weiß es ja nicht, wir fahren irgendwie die 98R oder wie auch immer das heißt, also 98. Achso. Auslösen. Fahrt Nummer 1. Och, nee, Leute. Fahrt Nummer 2. Also, willkommen. Wir fahren nach Blankwitz westwärts. Borndorf Metro, da sind wir doch gerade. Nee, nach Südwedel fahren wir. Das heißt, wir müssen weiter schalten. Ach Mann, dieser scheiß rote Knopf. Hä? Die ganze Zeit nur Fernsehturm, Fernsehturm, Fernsehturm. Nummer 7. Fahrt Nummer 8. Fahrt Nummer 9. Fahrt Nummer 10. Ich raste aus. So. Machen einfach 98 nach. War das jetzt Südwedel, ne? Südwedel. Zack. Ja, 98. Ja. Machen wir es mal nur so. Scheiß drauf jetzt. So. Hier rein. Lenkrad haben wir schon drinne. Super. LOL. Das war gerade ein Fettsack eingestiegen, wa? So. Rein mit dir. Mit euch. Die Nippel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. Sie möchten etwa eine Tages... Ja, jetzt muss ich gucken hier alle. Kurzstrecke. Macht 1,70. 10, 20, 30. 9. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Oh, das ist 10 gewesen. Hupsala. So. Hallo. Hey. So. Das spiele ich ganz schön laut, wa? Ja, komm mal leiser machen. So. Achso, nee, Bremse umstreben. Sound, Leute. Mega geil, ja? Also wer sagt, der Sound von dem Bus ist scheiße, der ist scheiße. Also essen, ne? Nicht sein, essen. So. Müssen wir nochmal hier bisschen volle Pulle schalten, ja, wa? Mach doch schneller. Ah, ist schon. Vollgas. Oh, haben wir den mit ZF erwischt, wa? Shit, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hilfshalle. Da geht's lang. Alles klar. So, den lassen wir natürlich noch durch. Durch. Ja, so sagt doch der Österreicher immer. Durch. Oder der Schweizer, ich weiß es nicht. Alter, der Sound ist ja mal mega geil. Ich kenne den Bus gar nicht. Ich habe mal den 292 genommen. Mit Automatik. Ah ne, wir fahren gerade aus. Und sonst nehme ich ja immer den 272. Oh.
Alter, der schafft ja über 90. Das kommt mir zwar überhaupt nicht so vor wie 190 und wie jetzt auch schon wie 100. Geil. Pause. Wir fahren erst nach Neunageln Tankstelle, also... Fuck. Voll cool hier, was war mit den Kühen? Ich muss auch so mal was machen, was? So Felder mit Tieren. Ja Leute, wir haben ja Herbst, gell? Deswegen habe ich auch... Ich habe original da Tag drinne. Nur nicht die originale Uhrzeit. Wobei, doch. Wir haben 4 Minuten früher als die originale Uhrzeit. Ja, Kinders, schlaft mal hier nicht ein. Mensch. Ach, ich wollte eigentlich hier Haltchenbremse einlegen, aber es geht nicht. So. Ja, Leute, wie ihr mitbekommen habt, baue ich wieder in Manningen. Aber macht euch da mal erstmal nicht zu viel raus. Bautagebuch-Videos werden wieder folgen. Geil. Oh, ich bin jetzt schon müde, noch bevor ich zur Arbeit muss. So, jetzt kommt Tankstelle hier, wa? Kommt denn jetzt auch die Haltestelle? Ja. In der Tat. Das ist so geil gemacht hier. Dieses ländliche Feeling ist sowas von geil. Hallo? Krass, auch das Gras, wo ist das her? Ich muss mir das mal angucken hier, die Karte. Im Editor. So, als nächstes geht es. Jetzt muss ich kurz gucken. Ortseingang, nicht Gymnasium. Gut. Oh, da will einer aussteigen. Wie abwegig. Huch, da hat das Wetter aktualisiert. Herr Klaus spaziert. Schneller. Hallo. Oh. Ja, jetzt scheint die halt schon nochmal zu kommen. Nee. Wieder Wiesen. Ja, Kinders, was gibt es Neues? Ja, Tag der Deutschen Einheit ist vorbei. Jetzt habt ihr auch wieder Schule, ihr Gehören. Ich muss da Montag arbeiten, ja. Der Großteil von euch war am Montagmorgen zu Hause. Lass mich mal gucken. Genau, die erste muss ich. Oder so. Das ist hier eng, ey. Ich dich ja eng. Ja, wie schlecht, ey. Dein Vater fährt schlecht. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, was da stand. So. Hier stand, ja? Alter, Lenkrad, bleib doch mal bitte scheiß Forst Feedback hier. Feedback vor allen Dingen. Borndorf. Werder Wiesen, erste. All others second.
Vielleicht hier erst die nächste reingemuscht oder was? Hey, lädt gerade nichts, weil ich auf Pause geklickt habe. Egal, wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach diese Wendeschleife. Mit egal. So, Pause beenden. Muss mal gucken, ich sehe nichts. Also, erst muss ich einfach vorfahren, gucken, was keiner kommt. Rechts muss ich auch noch gucken, kommt aber auch nicht. Ja, gib doch Gas! Du Hornochse, ey, was ist denn das für eine Wendeschleife, bitte? Muss man hier halt reinfahren? Meine Güte. Lol, die bewegt sich sogar, die Flagge. Lustig. Boah, der Sound ist geil. Müssen wir jetzt hier wahrscheinlich diese eine Straße runter, die ja so abgeknickt ist. Hätte aber auch so runterfahren können. Hätte ich einfach abbiegen können. Darf ich wahrscheinlich aber einfach nicht. Ach, darum steht der Ortseingang auch zweimal drauf. Ah, okay. Wir sind richtig, Leute. Warum steigt man hier jetzt nochmal aus? Hat man doch gedacht, oh, der fährt ja voll langsam. Dann macht's dir warme Gedanken, Mann. Du bleibst stehen, hallo. Bus hat Vorfahrt. Eigentlich ja nicht, aber nicht offiziell. Man wünscht es sich von den Kunden nur immer. Von den Kunden, von den Verkehrsteilnehmern. So, geile Sounds. Ich finde die Auffahrten ja auch cool gemacht. Da kommt ein Auto. Was ist das? Ein Sendemast oder ein Segel? Es ist ein Sendemast, okay. So, einen haben wir ja auch, nur ein viel größer. Bestimmt von einer Wetterstation oder sowas hier. Oh, guck mal, das ist hier Berlin. Das ist aber süß gemacht hier. Wow, ich denke sogar Leute ein. Und das sind nicht gerade viele und wenig. Die Altstelle hängt da, das finde ich auch cool. Hat er die kleinen mal Kurzstrecke Schüler? Erst beschweren, ja, und dann einsteigen, oder was? So, der hat mir 2 gegeben. Kind, Kurzstrecke sind 1,20. Dann gibt es... Ich glaube, da haben sie sich vertan. Ach so, du bist so eine dumme Nutte, ne? Einfach nur eine normale Kurzstrecke. Ja, kann ja mal passieren. Gibt gleich, kann ja mal passieren. Naja, die Zippe. Boah, ist das... Ich fahre nur 3 Stunden. Schon wieder, ne? Steigt ein und dann will er was von mir. Haben wir 5 gegeben, gebe 30 und 2. Und noch einen. Ja. Eine Einzelfahrt. Was wollt ihr denn alle von mir? Lasst mich doch mal in Ruhe. Hebet hier nicht. Steig wieder aus. Ich wollte gerne ein Ticket kaufen. Halt die Fresse. Ich wollte gerne ein Ticket kaufen. Alter. Hebet nicht. Hier. Nimm und halt, Gosch. Ein Fahrschein, bitte. Hab ich nicht. Da, nimm. Kurzstrecke für Schüler. Das hab ich. Mit 2 heben, hebet 30 wieder und jetzt verpiss dich. Jetzt raste ich aus. Jetzt juckt mir das Arschgeweih. Was? Jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Das ist nicht toll. Das ist ganz toll. Da sitzt wohl Speedy Gonzales. Ich bin persönlich mit dem Steuer. Hallo, regt euch mal nicht so auf. Hier ist 80. Ich
Hier, nehme ich extra den Busch mit. Oh, ist das geil, so schnell mit dem durch die Gegend brettern zu können. Okay, das sieht überhaupt nicht schön aus. Doch, jetzt wieder schon. Das sind Backdrops, diese Wald-Backdrops hier. So, jetzt ist hier wieder 50. Jetzt ist hier vorne sogar nur 20, weil hier diese Hubbel. Flotsch. Vorsicht, hier komme ich. Wow, ging sogar gut. Wie kriechen die denn hier bitte? Da kommt ein Bus, ich muss ganz schnell stehen bleiben. So. Jetzt verstehe ich auch, was sie hier von mir wollen. Durchgezogene Linie. Komm, machen wir direkt mal zwei Dinger in einmal. Oh, shit. Ha. Easy. Oh, fuck. Okay, das ist jetzt nicht ganz so easy. Alter, so viele DHL-Booten schon wieder unterwegs hier, ne? Die wollen doch nur eine Aussicht hier genießen. Wenn man mal könnte, aber man kann nicht. DBS. Deutsche Bahn stinkt. Ah. Und der war gut. So, jetzt können wir hier mal kurz rüber gucken. Oh, Wasser. Finde ich gut, sieht echt schön aus. Auch die Oberleitung hier links gefallen mir. Da vorne die Windmühle, die kommt. Fällt mir auf. Oh, wir haben Aussteiger. Springt raus. Hier geht's runter. Kabel hängt über der Fahrbahn. Echt ein schickes Kärtchen, muss ich mal sagen. Das links ist auch richtig schön gemacht. Mir gefällt gut. Tschüss, Plan. So, nächster Halt. Endstation. Ja, genau. Steht schon mal auf. Wer weiß, wie lange das hier noch dauert. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, das war... Ich hätte es noch geschafft. Ja, ihr müsst eh gleich aussteigen. Von daher, scheiß drauf. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auch das hier machen. Bam. Und? Oh, oh, oh. Da kommt irgendwo Außenpfosten. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Müssen wir aber jetzt mit... Oh, jetzt kommt der geile Tunnel. Sternentunnel, Tempo 60. Ja, ja. Bin ich schon längst drüber. Ja, ein Unfall.
300 Meter sind aber schon vorbei, ne? Fehlte da wohl noch eine Null. Sieht schon geil aus, wie er hier durch die Gegend brettert, gell? Ja, aber ja klar. Das ist schon geil, ich glaube, ich muss ihn auch haben. Was ist denn das hier? Ah, ich wollte gerade sagen. Wir brauchen nicht nochmal klingeln. Da war ein Schild, ja. Die übersehe ich immer gerne. So, ausgestiegen. Ja, ja, natürlich waren wir pünktlich. So, noch ein schönes Bildchen gemacht. Und damit war es die Folge wieder. Hey, wir sehen uns. Okay, also die sehen wir nicht mehr wieder. Aber wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Omsi 2. Oder vielleicht auch ein anderes Videochen. Hust, ihr wisst schon und so. Haut rein, bis dahin. Sehen Sie, war doch gar nicht so schwer. Und jetzt wende endlich, du Penner. Ja, ist ja gut.